Nein, kein Weißer sagt, was heißt eigentlich schwarz? Nein, was für ein Skandal. Aber merkt ihr Weißbrote, wie ihr ihnen recht habt? Gerade vor lauter Rassismus stört ihr ja, wie auch ich, unglaublich. Aber was heißt eigentlich schwarz, wenn nicht exakt das Gegenteil von sowas? Sprich, im Rechte zu sein, auf Basis gesellschaftlicher Stereotypen, meist nur die Nacht zu kennen, für ein lebenswertes Leben, zumindest den Momenten nach Genius Heart to the Core. Wo ist der Kern der Sache genau? Schwarz und weiß, bei den Hautfarben sehe ich braun bis beige, meist bleibe so. Was heißt es, die Welt ist bunt, Entrechtete nicht zu dumm, denn manch einmal wird die Welt zu Qual, man leidet an Plus, Minus, Symptomatiken, weiß und schwarz wie auf dem Dame bis dem verdammten Schachbrett, in der, wo man sich verzerrt, wird juristisch eingefärbt, wie Tiere hinter das Gatter, Stammler der Politik sorgen für juristische fortschreitende Rechte, doch gesellschaftlich verlangt ihr mehr Jäger, noch nie Witze, egal ob schwarz, ob weiß, grün oder purpur, oder sonst welche Farben im Naturton, Mensch bleibt Mensch, Marzi bleibt Monster, weil Style sich eben nur heißt, drauf Menschen beizubringen, dass Farbstyles zwingend zwar da sind, aber Black Society Tutorials nur klingen wie unsere Hymnen. Faschismus ist immer noch ein Problem für Schwarze, meist ein Extremes, aber welche Arten sind diese Schwarzen, sei es homo, bi, hetero, finanziell schwach, seitens der Nazi-Scheiße behindert oder auch migriert, bis vom Hauttyp namens umgebend, ob Nazis G ihre Muttermale sehen, wie bringt man denen Liebe bei, ohne dass diese gleich in Rechnerei verfallen, mitten wie Nintendos Pokémon eben, meine Traumatos nutzen regelmäßig Traumfresser, trotz dass es bekannt ist als schwarze Folter, wäre schön das Leben erneut zu beginnen, denn ohne diesen Menschen Rechner schwach sind, wahre Werte wie Nächstenliebe, sprich sozi mir längst erklärte, sei Einheit für die Kommune meist ehrlich, doch Let's Talk English, Unity von der Community, erkennt ihr eure Sätze von einst, Master the Rhymes, schlagt den besten jetzt Circles ausklopfen, nicht ausschalten, aber ihr könnt's wohl nur mit Mord aushalten, vom Gangster-Rap im Hirn, wie andere Rappern, ihr habt selbst zu viel Inzest betrieben, zu wenig andere Genres der Musik gepusht, kein Wunder, dass clean, weil euch nur die Schnauze punchen lässt. Mein einziger Wunsch, Oldschool, New School, True School, lernt es, egal ob schwarz, ob weiß, grün oder purpur oder sonst welche Farben im Naturton. Mensch bleibt Mensch, Nazi bleibt Monster, weil Style sich eben nur schon heißt, drauf Menschen beizubringen, dass Farbstyles zwingend zwar da sind, aber Black Society Tutorials nur klingen wie unsere Hymnen.